Aber die Leute. Halli, hallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival. Heute ein Survival-Selbstversuch, beziehungsweise werden wir heute zusammen, weil wir ja in einem Team sind, bei Seven Boys Wild Staffel 3, und wir ja zusammen überleben müssen, 14 Tage in der Wildnis, werden wir heute mal gucken, was wir in die Flasche packen. Um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, was brauchen wir nicht, habe ich ein bisschen was organisiert. Ich weiß von nichts übrigens, ne? Ja, ich habe mir überlegt, ich mache eine Kiste voll, wir gucken mal, was da drin ist. Vielleicht ist da sogar was bei, was uns wirklich weiterhilft bei der Entscheidung, was kommt in die Flasche. Ich predikte 95% ist unpassend, aber wir machen das mal weiter. Der BW Online Shop hat gesagt, Martin, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich habe Bescheid gesagt, alles, was ihr hier seht, versuche ich in der Beschreibung zu verlinken, aber grundlegend ist hier erstmal ein kleines Potpourri, oh meine Flasche, ein kleines Potpourri an Sachen, die eventuell uns den Sieg bringen könnten. Und geht das? Ich habe Keuchhust seit 8 Wochen, Junge. Ich muss gestehen, ich denke, ich habe einen groben Überblick. Aber erstmal würde ich sagen, ganz spontan, klamüsern wir ein wenig aus, gucken mal, was da drin ist. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was wir gebrauchen können. Was brauchen wir denn als erstes? Exakt, eine Flasche. Die müsste ja auch irgendwo sein. Ich will ganz kurz sagen, warum wir noch in der Flasche sind. Ich habe natürlich auch für mich schon mal zu Hause etwas probiert. Aber da wir das ja gar nicht dürfen, möchte ich das einfach nicht thematisieren. Hier ist deine Flasche. Tatsächlich war es so, dass ich hierzu eine Überlegung hatte. Und zwar wollte ich mir ein Sägeblatt. Kennst du diese großen Sägeblätter, die du so auf so ein Gestell spannen kannst? Und mit so eine Zugsäge, so eine Bügelsäge? Mhm. Ja, die hat da so nicht reingepasst. Und dann habe ich überlegt, ich schneide hier einfach ein Loch rein, schieb die so rein und dann räufelt die sich nach unten rein. Hat nicht funktioniert. Gut. Du pass auf, dass du runterfällt, okay? Okay, ja. Pass auf. Ja. Ist hier wie dieser einmal Kochtopf. Hoch, einmal hoch, schnell. Stark. Auf Autor angelehnt. Ja. Dumm? Junge, wieso ist da eine Konfettipistole drin? Gut, ich weiß jetzt nicht, warum. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die da drin ist. Okay. Gut, fangen wir vielleicht mal mit dieser Isomatte an, die du ja dafür bestellt hast, um die eventuell mitzunehmen anscheinend. Also in der Beschreibung sah die halt sehr klein aus und wiegt nur 680 Gramm. Und ich überlege, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Nee. Ja, also es bleibt, ich weiß auch nicht. Was ist das hier? Ah, das habe ich überlegt, was ich dich fragen wollte, wenn es eventuell noch Platz gibt. Das ist die kleinste Hängematte, die es gerade auf dem Markt gibt, also, weil die passt rein. Ja, mach das mal. Also ich hätte da meine Flasche gepackt. Okay. Guck mal, und jetzt kannst, ja. jetzt kannst du ja noch ein bisschen drücken. Haben wir was zum Drücken? Ja, hier, guck mal. Ja. Und ich hatte überlegt, die vielleicht sogar maschinell, also industriell zu pressen zu lassen, weißt du? Sag mal okay. Selber. Also das ist jetzt ungefähr, wenn ich da so ablese, bei 800 Milliliter, also 80% der Flasche fällt die aus. Dann würde ich sagen, kippen wir noch was für 20% rein und dann können wir los. Mann, ich hatte den Gedanken, aber jetzt verwerfe ich ihn natürlich wieder, weil ich gemerkt habe, okay, das ist es vielleicht nicht. Oh, guck mal, es ist ein Zaubertrick. Das ist immer wie ein Tuch. Ist okay, ich hab's verstanden. Ist gut. Ah, das ist tatsächlich eine Sonderanfertigung von Christian, geboren am 19.06.1968 oder sowas. Ein Zuschauer von mir. Der hat gesagt, Martin, ich hab da eine Idee. Ich sag, erzähl. Na, der sagt, pass auf, ich würde dir eine Axt machen und so. Und dann, die passt halt auch genau in die Flasche. Hast du Schau gemacht? Halt ich jetzt ja nichts von. Was ist mit den, was willst du mit der Tarnschminke? Was hast du mit der Tarnschminke vor? Naja, wir werden ja auf Pumasse treffen. Pumasse. Pumel. Und die Pumeln sind dafür bekannt, dass sie halt. Kann das nicht. Dass sie halt rückwärtig ange. Ich, du, ohne Scheiß, ich habe wirklich gedacht, damit können wir uns Gesichter hinten drauf malen. In Tarnfarben, damit doch gar keiner sieht. Ja, auf einer weißen Jacke ist es halt zu sehen. Okay, gibt's jetzt hier irgendwas in diesem Stapel, was du wirklich ernsthaft jetzt meintest, ja. In die Flasche zu packen? Ja, guck mal hier, das zum Beispiel war eine Idee wegen Feuer. Wir sind nicht bei TV Total, Alter. Ja. Es war ein Gedanke, ich habe nur alles. Das ist eine Gedankenbox. Hier, guck mal, das zum Beispiel ist auch so ein Gedanke gewesen. Das war so ein Sägeblatt. Das kannst du halt auch. Nee. Schade, ja. Oder? Aber wir dürfen die ja nicht modifizieren. Ja, gut, dann ist das raus. Das funktioniert nicht. Ja, dann ist das halt raus. Da muss ich zukommen, das hat einen Grund. Das ist jetzt. Das wirkt wirklich erstmal martialisch, aber. 80 Kilo. Pass auf, das ist mein SPK23, was ja irgendwann mal auch mit dem Survival Kit ist. Das ist ein Inspector Gadget Ding, wo man draufdrücken, dann kommt dein Zelt. Ah, da passt zum Beispiel dieses Tarp rein. Was haben wir für eine Größe? Ja, das muss man auspacken. Aber kriegt man das in die Flasche? Würde man das da reinkriegen? Glaube ich. Also ich würde das ist jetzt noch nicht industriell gepackt. Ich würde es halt auch nochmal unter Dings Vakuum. Ach, die Hälfte halt weg, ne? Da bräuchte man zwei wahrscheinlich. Ja, dann ist die Flasche voll. Genau. Passen wir genau bei dir? Ja. So, genau drunter. Ja.
weiß immer nicht, wann ich dich ernst nehme oder wann. Kleine Regenjacke hast du auch noch mitgenommen? Nein, da habe ich halt auch daran gedacht, den Poncho halt auch als Raincover, also fürs Shelter bei uns zu nehmen. Zieh den mal an. Wo sind denn da Ärmel? Ich habe dir gerne eine Frage. Wie stehst du zum Thema Pyramiden? Und dem Fakt, dass die Erde eine Scheibe ist. Glaubst du, unter den Teilnehmern werden Echsenmenschen sein? Fritz, es war ein Gedanke. Und ich dachte, so ein Notfallponcho oder so ein Ding könnte man eventuell umfunktionieren. Mit ultra warm darunter. Und meine Wärmeschicht. Boah, die raschelt mir richtig auf den Sack. Was ist mit getrockneten Linsen? Bring den Arsch zum Grinsen. Das Erste, was hier vorkommt, wo ich sage, das wäre eventuell wirklich interessant. Und das hier ist bezüglich Inhaltsstoffe. Ja, was möchtest du? Das ist ein... So, was ich mal fest. Ja. Mora mit Feuerstahl, ne? Passt das rein? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Darum bin ich ja heute hier. Nö. Passt nicht, okay. Aber, wenn man jetzt die Scheide zum Beispiel weglassen würde... Ja, aber du kannst die Scheide nicht weglassen. Und habe mir überlegt, dass man einfach sagt, okay, pass auf, man schneidet entweder am Griff ein Stück ab oder an der Klinge. Mhm. Was? Okay, wofür würdest du dich jetzt entscheiden? Für die Klinge. Okay, mach mal. Aus ganz zwei ganz einfachen Gründen. Dann, okay, wir schneiden einfach ein Stück am Griff ab. Aber jetzt zum Beispiel, guck. Warum hast du jetzt nicht noch 2 cm länger dran gelassen? Ach so. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber das war jetzt so ein... Das ist jetzt so random, aber guck mal, das sind die 2 cm, die mir von kleinen Finger fehlen würden. Da muss man halt auch wieder abschneiden, ist ja klar. Aber der Gedanke ist doch nicht dumm. Ich hatte erst über den Klappmesser zu nehmen. Problem mit dem Klappmesser aber, es ist nicht belastbar. So scheiße, guck mal, so scheiße ist das gar nicht. Klar, ist jetzt, ich hätte noch ein bisschen dran lassen können. Ja, war jetzt nur für einen Versuch, das 50-Euro-Messer jetzt zerstört. Ja. Meinst du, wir werden Spaß haben das vor 2 Wochen? Verstehe ich nicht. Ob du dich drauf freust? Worauf jetzt? Na, auf unsere 2 Wochen Urlaub. Ja, ja, die sind gut, die werden gut. Okay. Hier habe ich zum Beispiel was, das hat mir auch Dingens gemacht. Das ist, passt exakt in die Flasche. Und das ist halt, was ist das denn? Da ist ein Sägeblatt drin. Ja, da ist ein... Und wenn du das halt auf so ein Gestell halt, so eine Bügelsäge, oder wie sich das schimpft, nimmt, dann hast du halt so, und für die Länge hier. Das ist ein BW Online Shop, nee. Nee, das war jetzt wieder von hier, mit der auch die Axt gemacht hat, von Christian. Kannst du das selber mal rausholen? Ah, das ist so eine Spiralsäge, die du damit bauen kannst. Lochkreissäge. Ja. Christian, wie zufrieden bist du mit der Idee? Natürlich nicht. Das ist komplett verzogen. Das Müll kannst du wegschmeißen. Ich kann das nicht mehr, Martin. Okay, dann so. Guck, pass auf. Zack. Haben wir's. Ja, ich hatte das hier noch mit eingepackt, weil ich überlegt habe, dass es das vielleicht passen würde. Ja, da ich aber mit dem anderen schon... Nein, machen wir mit der Scheibe. Ja, es passt nicht. Ja. Aber... Kannst du das nochmal abflexen, bitte, für mich? Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber man hat ja an dem anderen gesehen, was der Ansatz ist. Weil wenn du das jetzt so... Da fehlt... Boah, das passt! Rudi, das passt! Hä? Und es wackelt nicht. Das ist ja super. Ja, aber hast ja keine Scheide dabei. Gut. Und ohne Scheide gehen wir nicht raus in den Wald, das wissen wir ja. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Kettensäge. Ah ja, eine Kettensäge. Na ja. Wollen wir mal? Kommt jetzt mal? Ja. So, hier ist Schluss bei mir. Okay. Na gut, das ist hart jetzt, aber... Sieht immer, wenn du kannst. Naja, gut. Gut, das war's. Nee, hilf mir bloß nicht. Guck noch ein bisschen zu. Kannst du es mal rausholen? Sehen kann? Von der anderen Seite vielleicht noch mal. Aber das sah ja erstmal gar nicht so verkehrt aus. Ja, das ging gut.
sehr anstrengend? Nö, tatsächlich nicht. Der Gedanke war da, sagen wir mal. Nee. Alter, bist du bescheuert, Junge? Widerspruch. Warum eigentlich? Ich verstehe das also nicht. Also da bin ich echt überlegen, ob man da so einen kleinen Gag hier noch reinpackt. Deswegen fühle ich ja irgendwie, ne? Und auch so random so bei, weißt du, so, keine Ahnung, Kumpel ist pissen von hinten, bam, Alter. Und auch beim Airsoft statt dem Messer. Ja. Gehst du rein, pff, tot. Mit der Konfettikanone. Geil. Das ist nicht geil. Oh, mal im Supermarkt, wenn du einkaufen bist. Oh. Abonniert gerne den Hauptkanal von Zweimal für diesen absoluten Top-Content. Und auch stark. Oh, wir sind du hast noch ein Klappmesser bestellt. Oh. Mensch, mit. Sag, wo hast du denn die her, Alter? BW ist das Online-Shop. Ist das hier ein CS-Knife oder was? Irgendwelche Skins? Weiß ich nicht. Max, guck, das ist doch. Das ist es, oder? Das findest du. Ah, ich weiß, warum ich das genommen habe. Weil das findest du halt auch wieder, wenn es dir in den Dreck fällt. Thema. Wasseraufbereitung. Ich habe hier mal so ein paar Pipes. War halt so ein Gedanke. Oh nee, jetzt sag nicht, es passt wieder nicht. Ach, leck mich doch geschissen. Ich schneide das jetzt flex ab. Doch heute noch 2 cm ab vom Livestraw. Wie sinnvoll hältst du das 3 das Liter am Tag kniend aus irgendeinem See so auszuschnabulieren? Gut, was haben wir noch? Auch mal ein paar leuchtende Karabiner. Hier gibt es Streichhölzer. Die kann man tatsächlich, ich glaube, es war so. Lucky Look oder was? Die kannst du überall anziehen. Also nicht an meiner Wange, Alter. Ja, das war echt wirklich top, top. Mensch, das sind ja richtig geile Streichhölzer. Die kannst du irgendwie überall anzünden. Stark. Ja, zeig mal hier. Boah, geil. Also die müsst auf jeden Fall nicht lauschen. Lass die direkt schon mal einpacken. Da. Hast du gesehen? Auf der Tischkante. So nämlich. So, das können nur die von Cowboys. Ah, jetzt zeig aber, was da krieg ich dich mit. Erstens, es ja, passt. Alarmlage. Nee. Alarmlage. Aber da habe ich überlegt, tatsächlich so abends. Auch schon drüber nachgedacht. Mit einer Sehne spannen. Hm? Ist das Ding her? Wie ich auch schon mal als Gedanken habe, finde ich auch. Da stolpert er drüber und dann schreit das Ding halt nicht. Jetzt wäre er auch noch drüber stolpert. Wir selber. Ja, safe. Das ist der Sleeping Bag. Aber was ich viel krasser finde ist, halt dich fest, du haust dich in die Ecke. Eine Hundepfeife. Dann komm ich. Das ist es. Fritz, ein Notfall! Lass uns in unsere Notfallsäcke gehen. Und es kann gar nichts mehr passieren. Oh Gott, ich kann die Luft. Ich glaube, ich bin sicher. Fritz, kannst du mir mal... Das demonetarisiert, wenn ich ihn anzünde. Oh, das geht gar nicht. Feuerfest das Ding? Hör mal auf jetzt! Oh, hier, der passt. Der passt. Den hast du irre, Alter. 3 Liter. Also drin, den ersten trinke ich, den ersten sauge ich. Mhm. Ja. Oder wir nehmen uns hier Schmutzwasser mit. Und dann. Oh, ich hab mal Durst, ey. Ja, geht schon. Hast du ein Schirmchen da? Die Zitrone. Was ist das hier noch? Moskitonetz. Wegen der Mücken. Das ist es. Ich weiß noch nicht, ob das mit dieser Handpause gut ist, weil die stechen die halt jetzt hier überall rein und runter. Oh, guck hier, Multitool. Siehst du, da war noch was. Oh? Hey, aber das macht gar nicht so. Naja, ja, das ist halt jetzt. Was denn? Jetzt hat sie ja einen Feuerstahl. Guck. Mal funken. Ja. Das Choppy. Dauert kurz. Choppy red, wirklich. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer rein in die Materie. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen. Vielleicht das eine. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Ist das der Game Changer? Wir hätten da noch Platz in der Flasche. Also, ja. Das Ding kommt auch noch in die Flasche, wenn sie passen würde. Geht's? Ich kümmere mich jetzt um Fritz. Ihr schaltet ab. Lasst einen Daumen nach oben. Das war ein Top-Video. Qualitativ hochwertig. Ich denke, wir beide schaffen das. Nicht vergessen, wer schwitzt stirbt. Wir haben euch lieb. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.